Hallo zusammen, herzlich willkommen in der Buchhandlung Schmied zu einem weiteren Bookshop-Konzert in Corona-Zeiten. Natürlich wie immer leider ohne Publikum, dafür aber mit zwei ganz, ganz tollen Künstlern, einem grandiosen Schauspieler, Entertainer, Kabarettist und Musiker aus Österreich und seinem kongenialen Ein-Mann-Orchester aus Augsburg. Wer die beiden Kabarettprogramme der Billie Jean Is Not My Boo und Rauhnacht kennt, wird mit demselben Fazit enden wie die Süddeutsche Zeitung: zum Niederknien. Ich werde mich jetzt heute nicht niederknien, sonst komme ich nicht mehr hoch und dann ist die halbe Stunde, die wir haben, ruckzuck vorbei. Heute präsentieren Sie ein Best-of-Quarantäne. Viel Vergnügen mit Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid. Grüß Sie miteinander. Bitte, Martin. Es gibt zwei, drei Akkorde, die spülen's dort oben immer fort. Was weiß ich schon vom Himmel und die Engel? Vielleicht ist nur ein großer Schmäh, vielleicht ist wahr, das singen wir. Ich weiß nur eins, ich singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Du machst deinen Job von früh bis spät, du strengst dich an und hältst dich grad. Auch jeder trägt die Welt auf seine Schultern. Dafür gebührt dir alle Ehre. Drum schnauf mal durch und sitz dich her und sing mit uns heut Abend Halleluja, 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 Halleluja. Ich sag's in aller Deutlichkeit, wir wollen, dass himmlisch heiß wird heut, so wie ein Tee mit einem Schussel Rumba. Drum leid uns gnädig euer Ohr und macht's mit uns den Engelschor und alle miteinander sang Halleluja. 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 Halleluja, Halleluja. Das machen wir nochmal, Martin, weil das so schön war. Halleluja. Alle dürfen mitsingen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ihr euch zugeschaltet habt. Hans, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir euch die nächsten, sagen wir jetzt einmal, 28 Minuten unterhalten dürfen. Und wir haben die Quarantänezeit jetzt genutzt. Wir sind jetzt nicht faul herumgelegen. Wir haben extra ein Programm geschrieben. Wir haben gesagt, wir wollen aus dieser Krise, aus dieser Quarantäne besser, stärker, energetischer, schöner und generell stärker hervorgehen. Und da muss man natürlich psychisch und körperlich arbeiten. Und wir haben natürlich angesetzt, an der Physis zu arbeiten. Wir sind jeden Tag in Sport gegangen. Und gerade für Martin ist es nicht so leicht, dass man sagt, dass man ihn in der Früh aus dem Bett bringt. Und die Situation, wie ich versucht habe zu motivieren, hat sich wie folgt dargestellt. Martin, komm. Come on, du musst raus aus dem Bett. Verstehst du nicht? Das ist kein Spaß. Schon spät, komm. Wo ist dein Laufschuh? Du hast ihn verloren, als du beim Bier holen warst. Wer hat ihn verloren? Er dich? Du ihn? Oder wir uns? Martin! Quit living on dreams, Martin. Es wird Zeit, dass du sie kimmst. Zieh die Anzahne rum, halber sie mich schon rum. Dein Smoothie ist fertig. Ha 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 ha
Martin, lauf. Du musst das Tempo halten. Das ist wichtig. Dein Mund ist abgewischt. Du hast Nutella geklaut und ich hab's gesehen. So viel Schoko um deine Lippen. Du hast gesagt, ich habe nichts getan. Aber du warst durchschaut. Haselnuss sagt mehr als Worte. Die Kilos klettern, wenn du heimlich nascht. Jetzt hör ich sie kommen. Sie kommen dich holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist nämlich bei mir. Martin, quit living on dreams. Martin, es wird Zeit, dass du sie kommst. Zieh die Anzahnheit um, aber sieh mich schon rum. Das Mofe ist fertig. Martin! Ihr sagt schon, es geht relativ heiß bei uns her, und aber wir kämpfen, dass wir einfach im Vorhang bleiben, dass wir uns nicht gehen lassen, aber es gibt auch immer wieder Zeit zur Entspannung. Und der Hans hat ja eine wunderbare Whisky-Sammlung hier in der Buchhandlung. Und da haben wir uns ein Glasal genehmigt, und zum Glück sperren jetzt langsam die Gasthäuser wieder auf. Und ich war jetzt auch dort, und es war eine schöne Erfahrung, und ich kann euch alle nur ermutigen, geht's aussehen, trefft euch mit euch in der Leid. Aber so richtig das Gleiche ist nicht mehr so dieses Spontan-Weggehen, weißt du, so dieses, wenn du sagst, du sitzt da und triffst so 6, 7, 8 neue Leute und du hast eigentlich nichts Besseres vor. Du hast eigentlich nur gesagt, du willst ein Blunzenkrestl essen und vielleicht einen Eiskaffee. Und dann 6, 7 Stunden später sitzt du da und schaust dir die Rechnung an und du bist verwundert, dass du diese Rechnung überhaupt noch lesen kannst. Und, oder nur verwundert, dass du noch nicht angeschrieben hast. Und um diese Stimmung einzufangen, die hoffentlich in Zukunft bald wieder einkehren wird, haben wir euch ein Lied geschrieben. Es gibt Bier und Gin, Whisky dazu. Sitz bei meinen Freund, es ist 4 in der Früh und wir prosten uns zu. Stehst du das Real ins Gesicht? Es gibt Zweige blau und gespritzten Weiß, perlenden Sekt und Haselnussgeist. Wir brusten uns zu, stehst du das Real ins Gesicht? Und der Wirt hinter der Budel schenkt nur ein Glas allein, riech bloß nicht an dem Fusel, schütt ihn dir einfach rein. Fremde Leute werden so fremd, sie brusten sich zu. Song zu und eins trinkt man nun. Es gibt Moskau Mule, Gin und Kontroll, ein Schluckerl Absinth und ein 80er Stroh. Und wir brusten uns zu, stößt du das Real ins Gesicht? Und wir prosten uns zu, stehst du das Real ins Gesicht? Wunderbar, das ist ein wunderbarer Whisky. Herzlichen Dank für diese Spende. Und wir haben aus dieser Zeit genutzt, jetzt nicht nur um dem Alkohol zu frönen, wir müssen natürlich auch Profis bleiben irgendwo. Und jetzt haben wir uns die Zeit genutzt, um zu unseren Wurzeln zurückzukehren. Und das sind politische, kritische Lieder zu schreiben. Und wir haben uns einfach ein paar wichtige Fragen gestellt, die in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt worden sind. Und genau diese Fragen mögen wir euch jetzt auslassen. Wie viel Tattoos braucht der Fußballverein, bevor uns die Tinten ausgeht? Wie oft muss man fragen, kannst mich hören, kannst mich hören, bevor er'n aufs Cap wer versteht? Wie oft muss ich sagen, dass ich kein Bebekarten will, bevor ich meinen Einkauf bezahle? Die Antwort, mein Freund, ist 100.000 Mal. Die Antwort ist 100.000 Mal. Und ich darf's alle mitsingen. Die Antwort, mein Freund, ist 100.000 Mal. Die
die Antwort ist 100.000 Mal. Und die Grenzen werden jetzt langsam aufgemacht, aber ich glaube, viele von euch daheim werden sich natürlich dazu entschließen, heuer den Urlaub in der Heimat zu verbringen. Die Deutschen bleiben in Deutschland und die Österreicher bleiben in Österreich und die Wienerinnen und Wiener werden wahrscheinlich zuhauf auf die Donauinsel rausfahren. Und mir möchte ich euch mit dem nächsten kurzen Song eine kleine Anleitung geben, wie worauf zu achten ist, damit nicht irgendwas Furchtbares dabei passiert. Im Sommer geh ich Schwabelon auf die Donauinsel Bonn. Schau aufs Wasser, sie unsinnier. In meinem Campingstuhl beim kalten Bier trifft mich ein Dodel voll auf die Birn mit seinem Volleyball, so dass ich voll und ich hab Sand. Er schreit, komm und trau dich her. Jetzt ist gewaschen wie ein Bär. Trau dich her, dass ich die wassern kann. Aber den Quatsch ich verpassen kann. Doch der Dodel springt Kopf voran in die Donau und schwimmt davon, so wie der Sand. Also bitte nehmt diesen Song wirklich als Warnung ernst und ich habe diese Zeit nun dazu genutzt, um einfach zu sagen, ich wollte eigentlich ein Hobby oder einer Leidenschaft nachgehen, die ich immer schon gehabt habe, das sind Sprachenlerner. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt die Zeit, wirklich eine ganz neue Sprache anzugehen und ich habe jetzt wirklich lange damit auseinandergesetzt, welche Sprache soll es sein und ich war relativ schnell schlüssig, ich habe gesagt, okay, es wird Schwäbisch werden. Weil ich habe gesagt, das ist eine extrem schwere Sprache, aber das rassige Temperament von euch Schwaben hat es mir immer schon angetan. Und das Temperament, wie es verkörpert wird, sagt natürlich der Martin in extremster und punktgenauer Weise. Wenn ich zum Beispiel in Augsburg über den Rathausplatz gehe und die Augen zu mache, weiß ich nicht, ob ich in Rio de Janeiro bin oder in Augsburg. Und das ist genau das, warum ich gesagt habe, ihr seid die Portugiesen unter den Bayern. Und ich habe nämlich eine Situation erlebt, wo es eine kleine Sprachbarriere gegeben hat und das soll mir nie mehr wieder passieren. Ba, 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 ba. Oh yeah. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Grad flanier ich so durch Augsburg, da gefällt mir ein Mädel so gut. Wie ich einfach übern Rathausplatz geh. Wenn sie läuft, dann ist's wie Samba, schwingt so rund, nur noch entspannter. Und sie lacht mich an und dann sagt sie: Du segelst dich in der Badschlach. Oh yeah. Klatsch, du kriegst Bölle mir noch. Ich mein, das kannst grad vergessen. Und auch wenn ich kein Wort je verstehe, ich werde von hier nie mehr gehen. Ich flanier jetzt oft durch Augsburg, weil mir gefallen die Girls hier so gut, wenn ich einfach übern Rathausplatz geh. Wenn sie laufen, ist's wie Samba, schwingen rund, nur noch entspannter, wenn sie an der Holzstelle stehen. Du segelst dich in Rabatschlach. Klatsch, du kriegst Bälle mir nach. Ich mein, das kannst grad vergessen. Und auch wenn ich kein Wort je versteh, ich werde von hier nie mehr gehen. Ba, 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 ba. Oh yeah. Ba, 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 wenn du in den Garten nicht gehst, verdirrt er. Ba, 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 ba. Niemals mehr gehen. Das
So wie dazu, ich nehme gern Kritik an. Ihr könnt die persönlich auf Facebook an mich richten, falls der Akzent noch nicht ganz natürlich umkommt. Aber ich arbeite dran und ich werde nicht aufgeben, bis ich wirklich irgendwann einmal beim Bäcker ein paar Brötle oder wie sagt ihr? Oder Semmler bestell. Semmler bestellt, dann werde ich es geschafft haben. Aber ich werde nicht aufgeben. Und wir befinden uns in einer wunderschönen Buchhandlung. Wir wollen ja die Leute dazu animieren. Lest es mehr. Die Bücher sind die größten Schätze, die wir alle haben. Und darum, aus diesem Anlass, haben wir euch eine Geschichte mitgebracht. Es ist vielmehr ein kleines Mini-Musical. Ich muss noch einen kleinen Schluck Wasser zu mir nehmen. Mit dieser Nummer möchten wir uns auch von euch schon verabschieden. Es heißt das Polizeipferd. Ein goldenes Hufeisen war alles, was dem Polizeipferd nach 10 Dienstjahren bei der britischen Einheit geblieben war. Ein billiges goldenes Hufeisen und die Albträume. Sobald das Polizeipferd die Augen schloss, sah es erneut jenen letzten Einsatz vor sich, nachdem nichts mehr so war wie zuvor. Es war eine heiße Nacht auf dem Heldenplatz vor der Wiener Hofburg gewesen. Draußen vor den Toren skandierten die Demonstranten ihre Parolen. Bullenschweine, Bullenschweine, Bullen. Und das Polizeipferd und sein Reiter schwitzten mit der berittenen Einheit in der Absperrlinie. Die Linie hielt nicht. Menschen fielen übereinander her. Ein Stein traf das Polizeipferd an der Flanke. Es bäumte sich auf und sein Reiter stürzte unglücklich aus dem Sattel. Und so hörte das Polizeipferd jede Nacht im Traum das Knacken des Schädels, als sein Reiter auf den Boden aufschlug. Und dann fuhr es wiehernd aus dem Schlaf hoch und zertrümmerte mit den Hufen die Gipswände seines Apartments. Angesichts der Jahre, die sich vor ihm aufragten, entwickelte der Gedanke an den geladenen Revolver im Nachtschrank etwas Tröstliches. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end. Da fiel ihm etwas ein, was sein Reiter vor langer Zeit versprochen hatte. Hör zu, Kumpel. Eines Tages, wenn wir beide in Polizeirente sind, dann werde ich dir das Meer zeigen. Keiner sollte ins Gras beißen, ohne das Meer gesehen zu haben. Noch am selben Tag buchte das Polizeipferd an einen Flug nach Neuseeland. Als es am Flughafen Bangkok auf seinen Anschlussflug wartete, verließ es die Ankunftshalle, um eine Zigarette zu rauchen. Und der heiße Atem der Stadt schwappte über seinen Nüstern zusammen, wie das Rote Meer über den Armeen des Pharaos. Neue Gerüche, Nachtmärkte und Kloaken, Suppe, Schweiß und gebratener Fisch. Smog und Parfüm, Scheiße, Blut, Bier und Rauch und Glas und Stahl und Holz und Teer und Millionen Menschen in wildem Durcheinander. Magisch angezogen trabte das Polizeipferd durch die hupenden Autos. Hinein in das Auge des Sturms, hinein in die Stadt am Fluss. Ciao, Freya! Some folks are born made to wave the flag to the red, white and blue. And when the band plays hail to the chief or the pointy cannon on at you. Es kehrte an diesem Tag nicht zum Flughafen zurück und auch nicht am nächsten. Stattdessen mietete es ein kleines Apartment in der Khorasan Road, wo es jeden Abend ausschweifende Partys veranstaltete. Der Schlangenwhisky floss in Strömen und unter die Prostituierten aus allen Ecken des goldenen Dreiecks mischten sich junge Backpacker und alle brachten sie ihre bunten Pillen und knisternden Tüten mit. Und bald schon nahm das Polizeipferd seinen ersten tiefen Zug aus der Opiumpfeife. Wie eine warme Decke wickelte sich der Rauch um sein trauriges Herz. Und schon kam der Schlaf süß und traumfrei über ihn. Ein wattiges, wohliges Nichts, in das er versank und aus dem er nie wieder erwachen wollte. Es musste in einer jener Nächte gewesen sein, in denen das Polizeipferd im tiefen Dämmer auf dem Apartmentboden lag, als zwei amerikanische Touristinnen seine stattlichen Geschlechtsteile als Scherzrequisiten für ein Selfie-Foto verwendeten, das seinen Weg ins Internet fand. Am nächsten Morgen wurde das Polizeipferd von einem Tritt in die Rippen geweckt. Es öffnete die Augen
und sah die polierten Stiefelkappen von 4 thailändischen Polizisten vor sich. Dimao! Dimao! Das Polizeipferd war verhaftet. Sie brachten in das Gefängnis Bang Quang in Nonthaburi, besser als bekannt als das Bangkok Hilton. Ein Höllenloch für 4000 Insassen und ein Paradies für 40.000 Ratten. Bald schon fraß sich der Opiumentzug durch seine Därme. Während er kotzend auf dem Lehmboden lag, stahlen ihm die anderen Insassen sein goldenes Hufeisen. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Die Tage glichen einander wie ein Moskito dem anderen. Draußen vor den vergitternden Fenstern fiel wieder einmal der Monsunregen in dichten Vorhängen, als könnte er es nicht abwarten, diese ganze gottverlassene Welt zu ersäufen. Da erschien ein Pilot in strahlender Uniform in seiner schmutzigen Zelle. Worauf wartest du? Mein Boss hat viel Geld bezahlt, um dich zu sprechen. Und so öffneten sich die Türen des Gefängnisses ein zweites Mal für das Polizeipferd. Sie brachten ihn zu einem Privatjet. Um 24 Stunden später setzten sie auf einer staubigen Piste auf 30 Meilen südöstlich von Maryville. U.S. and fucking A. Als das Polizeipferd die Gangway hinunterstaxte, fasste ihn ein Mann im Jeanshemd am Halfter. Schnaubte das Polizeipferd ungläubig. Vor ihm stand Robert Redford, der Pferdeflüsterer. Willkommen auf meiner Ranch, rief Redford. Dann steckte er dem Polizeipferd die Finger ins Maul. Die haben dich ganz schön zugerichtet, aber wir kriegen dich wieder auf den Damm. Also lebte das Polizeipferd von nun auf der Ranch von Robert und kam schnell wieder zu Kräften. Abends saßen sie zusammen auf der Veranda und sahen der Sonne dabei zu, wie sie über den Bergen von Montana versank. Daylight has found me here again. You can ask me anything but where I've been. Es war ein gutes Leben. Nur manchmal fühlte sich das Polizeipferd einsam, denn obwohl die Farm voller Ställe war, hat es dort noch nie ein anderes Pferd gesehen. Ich habe eine Überraschung für dich, sagte Robert eines Abends und zwinkerte ihm zu. Er führte das Polizeipferd zu einem Schuppen, schob das Eisentor auf und trat in die Dunkelheit. Das Polizeipferd folgte ihm klopfenden Herzens. Ruhig, ruhig. Dem Polizeipferd spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den Nacken lief. Würde es jetzt die uralten Indianergeheimnisse erfahren, die Robert den Pferden zuwisperte? Der Pferdeflüsterer leckte sich über die Lippen. Du bist herrlich fett geworden, raunte er. Willkommen in meiner Pferdemetzgerei! Flackernd wanderte der Strom durch die Lampen an der Decke und in ihrem Licht zuckten Schlachterbeile auf und die Betäubungshämmer und Fleischerhaken, an denen sich abgehäutete Pferdehälften drehten. Ich hasse Gäule, brüllte Redford und der Wahnsinn brannte in seinen Augen. Dieser Film hat meine Karriere zerstört. Ich bin Charakterdarsteller, ihr hässlichen Kreaturen. Mit dem Schlachtermesser in der Hand ging Redford auf das Polizeipferd los, doch er sprang zur Seite und trat nach seinem Brustkorb aus. Redfords Rippen brachen wie Streichhölzer unter seinen Hufen. Tödlich getroffen, sank der Schauspieler zu Boden. Dafür werden sie dich auf dem elektrischen Stuhl grillen, flüsterte er und dunkles Blut floss aus seinem Mund. Ich gehe nicht zurück in den Knast, wieherte das Polizeipferd und so begann seine lange Flucht durch den Südwesten der USA. Das Polizeipferd wurde ein Geist, ein geflüstertes Gerücht, ein Schatten in der Nacht. In Colorado verdingt er sich als Holzarbeiter, in Utah teerte er Straßen und in Nevada erfror es beinahe in den Bergen. Eines kühlen Abends trottete es an einer kleinen Ranch vorbei, als es hinter sich einen Ast knacken hörte. Aus dem Unterholz trabte eine Stute mit geflochtener Mähne. Die Stute lief neben ihm her auf der anderen Seite des Weidedrahts entlang. Noch wenn sie kein Wort miteinander sprachen, tat es dem Polizeipferd so gut, nur einmal nicht alleine gehen zu müssen. Nach all den 1000 Meilen Einsamkeit.
Und plötzlich war der Zaun zu Ende und die beiden standen sich gegenüber. Den Rest können Sie sich ja vorstellen. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Am nächsten Morgen lag die Stute eng an ihn geschmiegt im duftenden Heu. Die ersten Vögel sangen und er seufzte zufrieden. Da brach ein knatterndes Geräusch in diese friedliche Welt. Ein Hubschrauber näherte sich und schon heulten die ersten Polizeisirenen. Fuck! Rief er. Fuck! Das Polizeipferd stürmte in den nahen Wald und raste in wilder Flucht über umgestürzte Bäume und Gräben, bis ihm eine Schlucht den Weg versperrte. Tief unten schäumte ein schaumender Gebirgsbach und hinter ihm näherten sich die Männer mit Gewehren und Hunden. Keine Bewegung, Horsey! Du bist verhaftet wegen Mordes an Robert Redford. Und jetzt nimm die Hufe hoch langsam, wo ich sie sehen kann. Und das Polizeipferd nahm die Vorderhufe hoch. Und dann ließ es sich nach hinten in die Schlucht fallen. Wie ein Stein sank es in die schäumende weiße Tiefe, wo sein Körper von Strudeln und Wirbeln gegen die spitzen Felsen geschleudert wurde. Die Rangers suchten noch 2 Tage nach seinem Körper, aber der Fluss gab ihn nicht mehr her. Und so wurde das Polizeipferd für tot erklärt. Und er sah auch tot aus, als er 15 Meilen flussabwärts an die Uferböschung gespült wurde. Da ging ein Zucken durch seinen Körper und es spie Wasser aus Lunge und Magen in den Sand. Blinzelnd kam es wieder auf die Beine. Es wieherte leise auf, bis an den Horizont sah es vor sich nichts als blauen Ozean, auf dem die Sonne glänzte, hier an der Mündung des Pontiac in den Pazifik. Das Polizeipferd konnte sich weder daran erinnern, wie es hierher gekommen war, noch wer es war. Es hatte die Jahre im Untergrund vergessen und auch die Pferdemetzgerei. Die Zeit im Gefängnis war ebenso ausgelöscht wie die Opiumtage in Bangkok. Es wusste nichts mehr von seinem Reiter und seinem Unfall und nicht einmal mehr, dass er vor langer Zeit einmal ein Polizeipferd gewesen war. Das Polizeipferd war jetzt einfach nur mal ein Pferd. Und es wusste nur eins, es wollte galoppieren. An diesem Strand entlang galoppieren, neben dem blauen Ozean, der in der Sonne glitzerte, bis zum Horizont. Und es bäumte sich auf und lief los, dass der Sand unter seinen Hufen aufspritzte und rannte und rannte und rannte. Und dabei rief es. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Fine. Schön war's mit euch. Alles Gute in die Wohnzimmer da draußen. Bis hoffentlich bald. Pfiat euch.